Er gilt als musikalisches Genie und Wunderkind, Wolfgang Amadeus Mozart. Bereits im zarten Alter von 5 Jahren soll er mit dem Komponieren begonnen haben. Mit 8 schrieb er seine erste Symphonie. Ein bisher unbekanntes Musikstück aus Mozarts Jugendzeit ist vor kurzem durch Zufall in Leipzig entdeckt worden, im Bestand der städtischen Bibliotheken. Gestern nun wurde es erstmals aufgeführt. Es ist eine musikalische Sensation. Das erste Mal überhaupt erklingt in Deutschland dieses frühe Werk von Mozart. Wissenschaftler hatten das Stück mit dem Titel »Ganz kleine Nachtmusik« erst vor wenigen Tagen eindeutig als echt identifiziert. Aufführen durften es junge Absolventen der Musikschule Johann Sebastian Bach im Foyer der Oper Leipzig. Eine ergreifende Premiere. Dann haben wir mit dem Wissen, dass es Mozart ist, angefangen zu üben. Und ist es uns, also mir persönlich, ich glaube, das dauert noch, bis es wirklich bewusst wird, dass wir gerade eine Erstaufführung gespielt haben. Das ist was wirklich Krasses. Hunderte Besucher wollten bei der kostenlosen Aufführung des 12-minütigen Stücks dabei sein. Für alle, die keinen Platz mehr im Foyer gefunden hatten, gab es 2 Zugaben und das unter freiem Himmel. Und hier noch die Wetteraussichten.